zu Bahn. Mit Münze. Meine Münze wird wieder ausgespuckt. Drückbahn. Benutze Bahn. Schalt ein Bahn. Da ist kein Schalter, weil fliegt einfach nur der Strom. Ah, okay. Okay, okay. Also wir brauchen Werkzeug, um die Platte aufzumachen, um die Tür zu schließen, um die andere Tür zu öffnen, um den Gegenstand zu finden, der die Solarzellen da frei fegt, um dann mit der Bahn zu fahren, und dafür haben wir jetzt schon die Münze. Okay, öffne Raumbus, geh in Raumbus, schließe Tür. Jo, nimm ab Helm. Ich habe den Helm abgenommen. Wechsle zu Leslie. Nimm ab Helm. Habe den Helm abgenommen. Okay. Die Mädels sitzen jetzt im Bus, haben keine Helme mehr auf. Das muss ich mir merken. Und wir wechseln wieder zu Annie. Und du durchwühlst mal deinen eigenen Schreibtisch. Weil man das so macht. Hier gibt es keine Schubladen. Was? Da ist in der Schubladen. Unterlage. Öffne Unterlage. Aha. Was ist da? Was ist Cashcard? Achso, nimm deine eigene Cashcard. Damit jeder seine Cashcard hat. Das Bild kann man nicht benutzen. Bücher, nee. Zeichnung. Zieh mal die Zeichnung, wir gucken, was dahinter ist. Nix. Bücher. Yeti-Schädel. Nimm Yeti-Schädel. Nein, der ist ja zerbrechlich. Bücher, 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 Bücher. Ich glaube, das war's. Okay, was nun? Wir brauchen noch einen Kristall. Nur wo? Können wir miteinander reden? Nein. Wechsel zu Zack. Telefonrechnung, Sushi im Glas, Fernbedienung, kleiner Schlüssel, Sauerstofftank, Brotgruben, Bewerbung, Nasenbrille, Golfschläger, offener Werkzeugkasten. Nee, ich glaube, ich gehe dann mal zum Flughafen, guck, wo wir hinfliegen können. Können wir hier noch irgendwas machen? Also geh zum Flughafen, guck, wo wir hinfliegen können, flieg da einfach hin und schau mich da um, ob wir noch irgendwelche Gegenstände finden. Weil mir fällt jetzt so ad hoc nicht wirklich ein, was wir noch machen könnten. Kurz zu Hause vorbeigucken, ob irgendwas im Briefkasten ist, weil ich glaube, da drin landete irgendwann auch nochmal irgendwas. Weiter, 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 weiter. Nö, nichts im Briefkasten. Franzose. Naja, hier ist nichts. Okay. Wo wir schon mal hier sind, könnten wir aber kurz zu Hause reingucken. Vielleicht ist da ja irgendwas Neues. Vielleicht haben wir ein neues Ei zum Stewardessen nerven. Nö. Schließe Kühlschrank. Hier ist nix. Tür. Oh, Nachricht. Benutze Anrufbeantworter. Hier ist die Telefongesellschaft. Wir haben ihr Telefon abgeschaltet. Yeah. Bitte kommen Sie in unser Büro, um die Rechnung zu zahlen. Bis bald. Ja, nee, wir benutzen erstmal Schraubenschlüssel mit losen Bretter. Ah, was ist da unten? Wow. Oh, was? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich nur mein Bruder hinten. Achso, okay, dann kann ich jetzt ganz schnell die Nasenbrille anziehen. Zieh an... Nasenbrille. Zieh an Hut. Okay, okay, okay. Hier ist alles okay. Wir gehen einfach raus. Jim, 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 Jim. Hier ist nichts drin. Raus. Hallo? Wir sollten jetzt nicht mit Nasenbrille und Hut die Rechnung zahlen. Also gehen wir raus. Bis bald. Ziehen draußen Nasenbrille. Nee, nimm ab. Nasenbrille, nimm ab. Hut. Dass der Taucheranzug genau der gleiche ist, irritiert nicht. Gib. Telefonrechnung. Vertreter. Ah.
1138 Dollar. Rufen Sie auf dem Mars an. Nee, eigentlich nicht. Was zur Hölle ist das für ein Geräusch? Nächstes Mal zahlen Sie etwas schneller. Ja. Klar. Gut. Bis bald. So, jetzt könnten wir das Telefon benutzen. Aber ich weiß gar... Oh, warte. Da unten sind Nummern. Oh, sehr schön. Warte, das schreibe ich mir mal auf. 5866 ist TPC. Das war die Telefoncompany. Ja, 5866. Gut, hoch. Schreibe ich mir die anderen auch gleich mal auf. Loose Loans brauche ich nicht. Hat auch irgendwie keine Nummer. Die haben auch alle keine Nummern. Das ist komisch. Nö, hier ist nichts mehr. Okay, also wir haben nur Telefoncompany und eventuell den Franzosen, den wir anrufen könnten. Wobei ich nicht wüsste, warum die Franzosen anrufen sollen. Ja. Das heißt, wir könnten jetzt einen Telefonstreich machen bei der Telefoncompany. Ich weiß nicht, ob das gefordert ist. Aber storytechnisch habe ich jetzt gerade nicht so eine gute Idee, wo wir hingehen könnten. Also machen wir es einfach mal. 5866. Ach, rein da, nicht in das Loch springen. Dann kommen wir bei den Aliens raus. Oh, neue Nachricht. Zachary, Liebling, hier ist deine Mutter. Warum rufst du mich nicht an? Ja. Hast du das Mädchen gesehen, das im Fernsehen nach Artefakten sucht? Ja. Achso, das ist jetzt ein Story-Hinweis, falls man die Nachrichten nicht geguckt hat. Sie passt so gut zu dir, Zachary, und wohnt ganz in deiner Nähe. Genau, verkuppel uns aber mit jedem, den du im Fernsehen siehst. Warum bringst du niemals so nette Mädchen heim? Benutze Telefon. Telefon. Au. So. 5, 8, 6, 6. Das klappt so nicht. Also ich habe einfach angenommen, dass die Hausnummer und die Dinger da identisch dann sind. Benutze Bett. Vielleicht fällt uns ja im Traum was ein. Ja, okay. Wir haben geschlafen. Nachrichten. Keine Nachrichten. Okay, jetzt machen wir die Aktion mit dem Flughafen. Das heißt, wir gehen einfach hin und fliegen irgendwo hin, wo wir hinfliegen können. Und dann hoffen wir das Beste. Also die hatten hier hinten... Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Warte, ich muss da wieder rein. Die hatten hinten nämlich eine Karte. Zieh an Nasenbrille. Zieh an Hut. Die hatten hinten eine Karte, aber da war nichts drauf eingezeichnet. Glaube ich. Vielleicht jetzt, wo wir das eine Artefakt gefunden haben, sind die anderen da eingezeichnet? Das wäre praktisch. Hallo. Karte. Lies Karte. Eine Karte der Erde. Benutze Karte. Klappt so nicht. Benutze Schraubenschlüssel mit Karte? Nein. Kristallscherbe? Erstmal will ich hier raus, weil es zu laut ist. So, dann gehe ich hier raus, weil ich keine Aliens haben will, die mir zugucken, während ich rumhantiere. Und dann benutze ich mal die Kristallscherbe. Mit Feuerzeug? Klappt so nicht. Okay, bei dem Kristall kippen wir schon mal nicht um. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Benutze Kristallscherbe mit Bus. Klappt so nicht. Okay, benutze Tröte. Tröte. Sehr gut. Da sind sie ja wieder. Wir hätten gerne benutze Cashcard mit Bus. Nee, mit
benutze Cashcard mit Cashcard-Leser. Genau. Auf geht's. So, wohin? Lima, London, Mexico City, Miami, Seattle. Seattle waren wir, da war der blaue Kristall. Miami? 305, Mexiko. Warnung, Exit-Visa-Code wird benötigt. London, Exit-Visa-Code wird benötigt. Exit-Visa-Code wird benötigt. Oh Gott, das war, glaube ich, die Kopierschutzgeschichte. Das ist problematisch. Ich habe nämlich nur noch die CDs. Also ich hatte so eine 10-Spiele-Sammlung, da war Zack McCrack mit bei. Ja, ja, werde ich den gucken müssen. Wir fliegen also erstmal nach Miami. Ja. Da lang. Einen angenehmen Flug später. Siehst verdächtig aus. Ich hätte gerne eine Rede zu mit Optionen. Oh, was steht da? Hast du ein bisschen Geld für mich? Ja, komm, wir sind eh ein durchgeknallter Typ mit Nasenhut. Gib Cashcard zu Banner. Einen Moment. Danke, aber mein Leben hat immer noch keinen Sinn. Oh, warte. Gib Buch. Wo ist das Buch? Gib Buch zu Penner. Hier. Ich hab von dem Guru gehört. Lass mal gucken, was der so sagt. Der sagt, tanze, mach deine komische Frisur und verkauf noch mehr Bücher. Hat er. Aha. Lies jetzt das ganze Buch, während wir hier rumstehen. Wir sollen die Welt retten. Jetzt verstehe ich. Ich brauche den Whisky nicht mehr. Hier, nimm. Danke. Gut, wir haben Whisky bekommen. Was steht da auf dem Schild? Schild. Miami wegen Reparatur geschlossen. Ja. Nee, lies. Zeitungsautomat. Das letzte zweiköpfige Eichhörnchen vom närrischen Jäger erlegt. Puh, keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Benutze Ticketautomat. So. Wir würden gerne nach Bermuda-Dreieck. $99. Okay. Okay. Jetzt machen wir den ersten kleinen Cut. Und ich werde erstmal gucken, ob ich irgendwo das Handbuch habe. Und sonst werde ich das googeln müssen. Ja, aber ich hoffe, euch gefällt es bisher. Waren jetzt hier 1,5 Stunden Zack McCracken pur. Wobei ziemlich viel gespoilert ist. Aber das Ganze blind zu machen, also wenn wirklich jemand das Spiel noch nie gespielt hat und dann dazu ein Let's Play machen würde, das wäre beinhart. Das, ja, also, nee. Wie gesagt, ich mit meinem Dad damals ein Jahr immer mal wieder gespielt. Haben wir gebraucht, ohne Komplettlösung. Also Let's Play tauglich. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich es damals schon gespielt habe. Ich glaube, wir hatten sogar durch. Aber wie gesagt, schon eine Weile her. Ich werde mich an vieles nicht erinnern. Zum Beispiel das mit dem Eichhörnchen. Ich glaube, ich hätte das Eichhörnchen überleben lassen können. Vielleicht gibt das ja ein alternatives Ende oder so. Na gut, aber jetzt wie gesagt erstmal einen kleinen Cut. Ich finde hierfür eine Lösung und dann sehen wir uns gleich wieder. So. So und da. Richtige Eingabe. Vielen Dank für den Auftrag. Sehr gut. Und jetzt würde ich ganz gerne abspeichern, damit ich auch wirklich einen Cut machen kann. Steuerung C soll das sein. Oh Gott. Was? Shift C? Nein. Hilfe, ich mach das Spiel kaputt. C, C. Wechsel zu Leslie? Nein. Ich will doch nur speichern. Tipp, 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 tipp.
QA, ich gehe aber alle Tasten durch. Öffne Werkzeugkasten, nein. Dichtungsband, geh zu, schalte, was ist, nimm, schalt aus, wechsel zu, nein. Okay, also wir haben jetzt C64-Grafik und ich sehe keine Möglichkeit zu speichern. Das macht das Ganze schon mal ziemlich interessant. Ich werde es dann einfach laufen lassen müssen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder.